hallo Abonnenten. Wir wollten euch diese Woche, weil es so schön ist und trocken, zeigen, wie man Coleman Slides macht. Zumindest wie wir das gelernt haben. Wie immer brauchen wir Longboards. Wir haben heute ein Drop Deck Longboard und ein Drop Through Longboard. Das sind eigentlich gute Boards zum Slides lernen, weil sie tiefgelegt sind. Rollen. Ehrlich gesagt, ich finde fast alle Rollen rutschen etwa gleich. Vielleicht bin ich nicht so professionell, dass ich den Unterschied merke. Heute haben wir Durians in 83A. Das sind große Rollen, 75 mm. Und wir haben auch hier Carving-Rollen, 70 mm hier, mit eher scharfer Kanten. Und es geht auch. Also da wird ziemlich viel Fokus auf Rollen gemacht, aber wir merken nicht so da große Unterschiede. Für den Coleman braucht man natürlich auch Handschuhe, weil das ist ein Hands-Down-Slide. Also da braucht man mindestens eine Hand auf dem Boden. Wenn es schief läuft, zwei. Und deswegen braucht man Slide-Gloves. Die kann man selber basteln. Das sind einfach Baumarkt-Handschuhe mit Packs draufgeklebt. Und gleich kann es losgehen. So, wir haben Boards erklärt, wir haben Handschuhe erklärt. Helm ist ganz, ganz wichtig. Man weiß ja nie, wenn es schief läuft und Kopf Boden trifft. Und wir schlagen auch vor, ältere Hosen zu nehmen, alte Jeans, weil beim Coleman kann man ziemlich schnell auf dem Hintern landen und dann hat man relativ schnell cool aussehende Jeans mit Löcher an der falschen Stelle. Also, ein Coleman ist ein Backside Slide, das heißt, man hat sozusagen Rücke zur Wand und wenn man natural ist, dann ist man so am Sliden. Ich zeige jetzt einen richtigen Coleman. Richtiger Coleman ist ein Hand auf dem Brett hier. Ehrlich gesagt kann ich das nicht ganz voll nachvollziehen, warum man das macht. Und ich mache es eigentlich nie so, aber der Lukas wird gleich vorführen, wie man einen Slide macht mit dem Hand auf dem Brett. Viele machen es so, also mit der Hand zwischen den Beinen. Das nennt man ein Stickpack, das ist eigentlich ein ganz schlechter Stil. Richtiger Coleman ist der Fuß so auf dem Brett. Und Hand hier. Und der linke Hand stützt ab. Gewicht auf dem Vorderfuß, wie bei jedem Slide, muss man möglichst viel Gewicht nach vorne. Und zum den Slide einleiten, drückt man nach außen. Ich finde es immer gut, wenn man ein bisschen Überhang hat am Board, dass man die Ferse so Überhang hat, dass man richtig gucken kann. Aber es gibt Leute, die machen es auch ohne das. So, das war jetzt genug Theorie. Die Übungen, die man machen kann zum Coleman praktizieren, ist wie beim Frontside Slide im letzten Video erklärt, dass man eigentlich die enge Kurven fährt. Ich werde es mal versuchen zu machen, bevor Lukas so ein richtiger Slide zeigt. Also die Übung ist, dass man eine Kurve macht und versucht möglichst eng zu fahren. Nach dem Stil. Wenn man das ein paar Mal übt, dann kommt der Slide fast von selbst. So, jetzt macht mein Assistent Lukas ein richtiger Coleman Slide. Nicht wahnsinnig hohe Tempo, einfach vorgeführt. Wir haben jetzt zwei Slides gezeigt vom Lukas, der fährt Goofy und der hat einen richtigen Coleman gemacht mit Hand auf dem Board. Und ich habe nachher anschließend mit Natural Steh habe ich eine gemacht. So, also für mich sind das beide Colemans, nur ich habe inzwischen gemerkt, wenn man Hand auf dem Board hält, bringt das eigentlich für meine Begriffe gar nichts. Und es verursacht, dass man ein bisschen zu viel Gewicht nach vorne hat. Wenn man zu viel Gewicht nach vorne hat, kann es sein, dass die Rollen sich fangen und dann fliegst du so. Und das ist ein Highsider, das will man nicht machen. Ich finde es ideal, dass man das Gewicht nach hinten hat. Und das andere Gute beim Handhochslide, wie ich es gemacht habe, ist, man fährt eigentlich so und
und dann macht man diese Bewegung so. Und das hat zwei Wirkungen. Das bringt einmal das Gewicht nach hinten und nach vorne gleichzeitig. Und es leitet diesen Slide ein. Ja, wir machen jetzt ein paar Slides in Vorschau oder als Demonstration und dann seht ihr die Bewegung. Die können wir allenfalls dann langsam filmen. Das waren ein paar Slides, die wir gezeigt haben mit zunehmender Geschwindigkeit. Natürlich, je schneller man ist, desto länger kann man sliden. Und das Optimale am Coleman ist, wenn man das Board einmal querstellt und zurückbekommt. Das habe ich ein paar Mal im Leben geschafft, leider nicht für diesen Video. Das geht einfacher, wenn der Hang steiler ist, damit man ein bisschen mehr Schwung hat. Und auch ja, mit kleineren Rollen habe ich auch das Gefühl, dass es besser geht. So, wenn man einen Coleman macht, dann gibt es so ein paar Fehler, die man machen kann. Das eine ist, dass man sich nicht traut, richtig zurückzulehnen, sodass man über dem Board bleibt. Und wenn man so versucht zu sliden, fangen sich die Rollen und man fliegt. Das will man unbedingt vermeiden. Also wirklich, macht euch vertraut mit solchen Positionen. Ausbrechen muss man initiieren, also man muss drücken, damit es klappt. Und wenn es schief geht und man lehnt sich zurück, dann kann man sich mit dem rechten Hand, also mit der anderen Hand auch so retten. Das ist keine Schande, wenn man dann so slidet. Ja, so meidet man, dass man wirklich auf die Kleidung landet oder sonst wie einen Unfall macht. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, wie bei jedem Slide fängt man langsam an. Ihr habt ja auch gemerkt, also nochmal zum Langsam. Langsam ist halt der Vorteil, dass der, wenn es einen Unfall gibt, dass es nicht so schlimm ist. Aber wie gesagt, wenn man langsam ist, slidet man nicht so viel. Und wenn man ein bisschen mehr Tempo drin hat, dann kann das Sliden eigentlich einfacher werden. Also wenn ihr euch traut, ein bisschen mehr Speed und dann kann das Sliden eigentlich einfacher werden. Wichtig ist auch dabei, dass man wie immer Gewicht nach vorne und richtig tief geht und diese Bewegung übt, dass man richtig tief ist, Knie gebogen und manche Leute machen das mit dem Fuß so. Ich bin meistens ein bisschen so, weil das gedroppte Deck eigentlich das unterstützt. Ja, und das war es eigentlich für Coleman Slides erklären. Und hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn, dann share das Video weiter und gib uns Likes und subscribe den Ganzen. Und dann machen wir auch weiterhin solche Videos. Tschüss!